Frau Philippe, wir haben heute sehr oft das Wort Notwehr gehört. Gegen wen verteidigt sich Tirol? Gegen die LKW-Lawine, die immer stärker über den Brenner rollt. Ein Problem, das wir alle gemeinsam haben. Das bayerische Inntal, das Wipptal in Südtirol und natürlich auch die Tiroler Bezirke. Das hört sich so an, als wenn Tirol so gar nichts dazu beigetragen hätte oder vielmehr Österreich zu dieser Verkehrslawine. Na, selbstverständlich ist Tirol als Land im Gebirge auch mit daran beteiligt. Wir haben einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort und auch die Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmer exportieren, importieren, die Konsumentinnen kaufen auch Güter ein. Es ist natürlich unser Lebensstil, der diesen Verkehr erzeugt, aber wir müssen alle gemeinsam Schritte dagegen setzen. Und ich bin ja nicht gegen internationalen Handel, sondern ich hätte gern, dass wir das richtige Verkehrsmittel wählen für den Gütertransport, und das ist die Schiene. Hat Österreich nicht auch was dazu beigetragen, den Verkehr überhaupt erst auf den Brenner zu locken? Wir haben das Dieselprivileg, wenn Sie das ansprechen, und es ist mir tatsächlich auch ein Dorn im Auge, dass der Diesel in Österreich billiger ist als in Deutschland und in Italien. Das muss abgeschafft werden. Das ist eine beständige Forderung auch von mir Richtung österreichische Bundesregierung. Wir haben jetzt mit dem ersten Schritt der ökosozialen Steuerreform auch eine CO2-Bepreisung vereinbart, und die startet im Juli, so wie in Deutschland, auch mit dem gleichen Preis. Aber das Dieselprivileg muss noch fallen und steht noch auf unserer Arbeitsliste. Viele LKWs könnten auch über die Schweiz fahren. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Schweizer Polizei viel, viel strenger ist als die Polizei in Deutschland oder Österreich. Sind Ihre Schandis zu locker? Nein, das darf man unseren Polizistinnen und Polizisten sicher nicht nachsehen, aber die Schweizer haben nochmal ganz andere Bestimmungen zu kontrollieren, zum Beispiel auch die Zollbestimmungen. Und selbstverständlich gibt es in der Schweiz ein Verlagerungsgesetz. Und dieses Verlagerungsgesetz, das außerhalb der europäischen Familie stattfindet, hat natürlich nochmal andere Möglichkeiten und Instrumente, als es die österreichische Polizei hat, die ja nur die Gesetze vollziehen kann, die wir ihnen als Handwerkszeug mitnehmen. Markus Söder hat ja kürzlich was gefordert. Wie groß ist da Ihre Zustimmung zur CSU diesmal? Die Erhöhung der Maut über den Brenner ist die Maßnahme, die ich seit Jahren bewerbe, als die europäische und auch die marktwirtschaftliche. Ein fairer Preis für die Straße macht die Schiene attraktiver und konkurrenzfähiger und lässt die Unternehmer, Unternehmerinnen auch darüber nachdenken, wo sie ihre Güter am günstigsten transportieren können. Das macht sehr viel Sinn und würde allen miteinander helfen. Es entlastet die Bevölkerung und bereitet die Wirtschaft auch darauf vor, dass die Mobilität ökologischer werden muss. Sie haben sich heute mit Ihren Kollegen von der bayerischen Seite getroffen, mit den Grünen aus dem Bayerischen Landtag. Wo besteht noch Dissens, wo besteht Einigkeit? Also zu meiner großen Freude ist, in der grünen europäischen Familie sind wir uns sehr, sehr einig, dass wir eben diese Kostenwahrheit für den gesamten Warengüterverkehr brauchen, ja tatsächlich auch für den Personenverkehr. Es war auch so, dass die europäischen Grünen im Europäischen Parlament geschlossen für die Abänderungsanträge zur Wegekostenrichtlinie aus Tirol gestimmt haben. Anträge einer EVP-Politikerin, von Barbara Dahler, die volle Unterstützung von der grünen Fraktion hatte, weil sie einfach zum Wohle der Verlagerung gedacht waren. Also wir Grüne sind uns da über alle Ebenen und auch gehen diesseits und jenseits der Grenze sehr ein. Frau Philippe, vielen Dank. Dankeschön. So, wir befinden uns in der Autobahnraststätte bei Kiefersfelden. War das jetzt ein Showtermin oder ging es da um was Substanzielles? Nein, es ging um was Substanzielles. Es ging um die Entlastung in beiden Regionen, hüben und drüben der Grenze, Deutschland und Österreich, von dieser vielbefahrenen Strecke, und zwar in allen Bereichen, sowohl Güterverkehr als auch touristischer Verkehr. Und wir haben es jetzt mal vorgemacht, was für gute Lösungen entstehen können, wenn man sich an einen gemeinsamen Tisch setzt. Wenn eine gute Fee käme, ein Wunsch frei, was könnten Sie sich vorstellen, was wäre die wichtigste Maßnahme, um hier sofort für Entlastung zu sorgen? Weniger Verkehr, eine deutlich höhere Maut für die, die mehr die Umwelt belasten, und ein viel schöneres ÖPNV-Angebot, vielleicht sogar mit einem ganz einfachen gemeinsamen Ticket, das unkompliziert zu erwerben ist und wo man sicher und bequem zum Ausflug kommt und wieder zurück.
Ein Punkt dafür könnte sein, der Brenner Nordzulauf. Wie lange wird es denn bis dahin dauern? Ja, ich hoffe nicht mehr so lange. Wir haben da schon wahnsinnig viel Zeit verloren. Die Zuständigen haben hier lange gezögert, geschlafen und einfach nicht ihre Arbeit gemacht. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Ihr persönlicher Tipp, unterirdische Verknüpfungsstelle im Wildbahn. Vom Tisch oder doch noch eine Option? Unterirdisch wäre natürlich am elegantesten, aber da muss das Verkehrsministerium seine Hausaufgaben machen. Herr Hartmann, wie verhärtet sind denn die Fronten? Was ist Ihre Erfahrung jetzt gerade? Also die Fronten sind schon ziemlich verhärtet gewesen die letzten Jahre bereits. Man kennt ja die Aussagen von Markus Söder, zu sagen, das hat der Sache sicher nicht gut getan. Wir sind heute hier, um wirklich auch einen Dialog zu führen. Wir brauchen eine Lösung für beide Seiten. Aber ich kann das Vorgehen von der Tiroler Seite nachvollziehen, wenn man unter dieser gewaltigen LKW-Lawine leidet in den Morgenstunden. Es geht um Verkehrssicherheit, es geht auch darum, die Infrastruktur für ihre Pendler nutzungsfähig zu halten, dass man die Einfahrt der LKWs in den Morgenstunden etwas drosselt. Markus Söder hat kürzlich einen Vorschlag gemacht. Hat Sie das überrascht? Mich hat etwas überrascht, dass er von Markus Söder jetzt gerade kam, die Maut anzuheben, wenn man denkt, das Thema wird bereits seit längerem diskutiert. Der CSU-Verkehrsminister hat es immer abgelehnt, sowas zu machen. Wir könnten deutlich weiter sein. Wir wissen alle, mit einer Maut kann man eine lenkende Wirkung erzielen. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde mir auch wünschen, auf manchen Straßen in Deutschland Autobahnen, wie jetzt hier bei der Strecke Richtung Tirol, auch über ein Nachtfahrverbot für LKWs nachzudenken, damit wir nicht die Situation haben, nachts fahren LKWs bis zur Staatsgrenze. In Österreich gibt es das Nachtfahrverbot. In der Früh um 5 Uhr wollen alle zeitgleich losfahren, was dann zu diesem Verkehrsinfarkt führt. Da könnte man bessere Lösungen finden. Vielen Dank, FDP. Den Kontakt bauen wir gerade auf. Momentan bin ich sehr intensiv und laufend in Kontakt mit unseren Verkehrspolitikern und Verkehrspolitikerinnen in der Grünen Bundestagsfraktion. Also die ideale Lösung wäre eine Korridormaut auf der Brennerroute, die also hier eine besonders hohe LKW-Maut ansetzt, weil der Naturraum besonders sensibel ist und besonders viele Menschen belastet sind. Dafür braucht es allerdings die EU. Und wenn die Bundesregierung Druck macht bei der EU, dann kann das sehr wohl gelingen. Je weiter weg von der Region Rosenheim, desto enthusiastischer sind die Grünen, was den Brenner Nordzulauf betrifft. Die Grünen vor Ort hier reagieren ganz anders auf dieses sensible Thema. Wie ist Ihre Haltung dazu? Die Grünen vor Ort reagieren sehr differenziert. Es ist richtig, natürlich genau hinzuschauen, welche Auswirkungen die Baumaßnahme hat und wie die bestmögliche Trassierung erfolgen wird. Wichtig ist, dass sie möglichst anwohnerschonend, möglichst naturschonend erfolgt. In Österreich, in Tirol, kann man bereits studieren, wie man das am besten macht, nämlich weitgehend unterirdisch. Dort ist die Trasse weitgehend fertig gebaut und in Betrieb. Ich fahre sie alle paar Wochen. Ein wichtiges Thema in dem Bereich wäre unterirdische Verknüpfungsstelle im Wildbahn. Ist die jetzt mit der neuen Studie vom Tisch oder sehen Sie da noch eine Chance? Ich habe mir die neue Studie angeschaut. Da steht drin, dass es sehr schwierig ist, aber nicht ausgeschlossen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass es noch genauer untersucht werden muss. Denn wir haben an dieser Stelle beim Wildbahn eine besondere enge Tallage. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, die auf die Flächen angewiesen sind. Und deswegen muss es alle Anstrengungen wert sein, die Verknüpfungsstelle möglichst in den Berg zu verlegen, wenn es technisch geht. Vielen Dank.